So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir machen Folgendes. Also, wir fangen jetzt nochmal an, ein bisschen zu modellieren. Boah, dass ein Haus so lange dauern kann, aber naja, ist halt so. Und zwar werden wir jetzt Folgendes tun. Wir nehmen... Das machen wir gleich. Wir nehmen den erstmal weg hier, komplett. Das lassen wir, wie es ist. Hier werden wir hinterher was anderes hinsetzen. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Wir müssen erstmal den Zaun oben wegruppen. Das machen wir ganz anders. Wir nehmen die weg. Von innen passen wir das später an. Wie gesagt, das Holz nehmen wir komplett raus. Dann machen wir Folgendes. Die... Warte, können wir schon mal komplett wegnehmen. So, dann setzen wir hier den und den. Die können wir auch wegnehmen. Weil es sieht überhaupt nicht aus. Es ist nicht mal ansatzweise kacke, es ist richtig kacke. So, warte. Setzen wir die hier rum. Ich wollte auch noch erwähnen, dass ich mich trotzdem nebenher noch auf die Suche nach einer Weihnachtsdekorationsmod, kann man das so sagen? Auf jeden Fall nach so einer Mod machen werde, weil ich möchte hier unbedingt was Weihnachtliches veranstalten. Auch wenn ich gerade nicht mehr so sicher bin, dass es klappt. Ja. Und tschüss. Sammeln wir das mal eben ein hier. Da oben müssen wir dann rauspflücken. Da kommen Steine hin. Das können wir sofort... Ne, das können wir noch nicht machen. Das machen wir gleich. Wir nehmen den Kladderadatsch jetzt erstmal weg hier. Die Idee war am Anfang, kam sie mir gut vor. Jetzt ist sie mittlerweile so eher... Ach, Kacke. Ja, wir müssen das Dach da oben. Ja, das ist natürlich Mist jetzt. Ne, das kriegen wir auch hin. Warte, wir nehmen das sofort weg. Und nehmen die auch weg, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Die setzen wir jetzt... Ja, wir müssen das Dach versetzen. Okay. Das geht leider nicht mehr so. Machen wir erstmal das ganze Kostüm hier ab. Also mir gefällt diese Art zu bauen, aber das bei dem Haus gefällt mir gerade nicht so. Naja, was soll's. Wir haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun. Es wird schon wieder Nacht. Ach ja, ich habe hier so lange rumgestanden. Oh. Und dann werden wir die Fenster versetzen. Also wir kriegen hier noch was rausgezaubert. Ja, siehst du, das muss weg. Ja.
Ich möchte auf jeden Fall in dieser Aufnahme das Dach fertig bekommen. Vielleicht das Haus sogar. Das wäre eigentlich ganz schön. Schade, schade, schade. Ich wollte jetzt hier schon mit anfangen. Kommt nämlich der hier? Nee, warte, wie wäre das denn dann? Der müsste bis hier hin. Oh Gott, wir müssen das ganze Dach anpassen. Ja, wir müssen... Oh Gott, wir müssen auch hier... Alter, echt jetzt? Warte mal, das interessiert mich jetzt erstmal mehr. Das ist jetzt erstmal kritischer, als da die Verkleidung wegzunehmen. Ja, wir müssen ja alle hier wegnehmen. Müsste aber trotzdem passen dann noch, außer das jetzt hier. Das bleibt. Oh, wir brauchen eine Axt. Gehen wir mal eben eine holen. Wir haben auch noch genug Eisen, um Feuer zu machen. Das beruhigt mich gerade so ein bisschen. Ach, Mann, ey. Ärgerlich, ärgerlich. Ich sage, wir haben es am Anfang einfach mal so lieblos hingeklatscht, ohne groß Gedanken drüber zu machen. Und das ist, entpuppt sich zu über 90% hinterher als Fehler. Ich muss mal gucken, ob wir drüben noch eine Axt haben. Wenn nicht, machen wir uns eben noch 1, 2, 3. Das ist ein Fehler, das so zu machen. Ich weiß es und mach sie jedes Mal. Na, haben wir noch eine? Ich glaube, das reicht erstmal. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? Erstmal nicht, oder? Wir gucken mal oben noch. Ne, Moment. Guck mal, die sind auch wieder hier drin. Im Moment eigentlich nicht. Da ist auch noch eine. So, das reicht. Das nehmen wir jetzt erstmal mit. Machen wir drüben Inventar noch ein bisschen leer. Es läuft halbwegs, es läuft. Das eine Dach möchte ich jetzt aber nicht um... Ah, ich glaube, das... Ich weiß es gar nicht. Müssen wir das auch noch verändern? Ich weiß es gerade nicht. Können wir die auch erstmal einsammeln hier? Plopp. Ich möchte jetzt erst das Dach fertig haben. Das irritiert mich jetzt mehr. Die müssen wir hinterher rausruppen. Da kommen die hier... so, pass auf. Renn doch einfach mal nach vorne.
So, warte mal. Machen wir den nach hier. Da kommt der hinterher noch Wand hinter. Da haben wir noch welche. Upsi. Fällt hier rund. Wie das auch immer geht, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. Machen wir den hier sofort. Warte mal, hier werden wir über dem... Ist das hier auch so? Ja, ist richtig gut. So, warte mal, wir machen erstmal das Dach hier dicht. Alter, wenn was schief geht, geht sofort alles schief. So und so. Okay, das geht jetzt hier natürlich ein Stück höher, das ist klar. So, pass auf, denselben machen wir jetzt von der Seite hier. Nein. Pass auf, das wäre... Hier, ne? Nee, der will ich... Der steht doch hier drüber, ne? Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Aua. Über dem Holz kommt der ein raus. Okay. Alles klar. Ich komme da hinten auch so viel hoch. Wir gucken mal, was wir von hier unten hinkriegen. Nein, nicht ganz. Haben wir noch welche mit? Ja, 6 Stück haben wir noch. Müssen wir gleich erstmal welche holen. So, jetzt gehen wir mal eben nach oben. Ah, Mann.
Wären wir jetzt hier oben, aber... Also, nee, ja, ist egal. Machen wir die Fenster ein höher. Wir müssen erstmal hier leer machen. Halt aber noch eine Treppe gehabt. Das brauchen wir, weiß ich gar nicht. Glaube ich nicht. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So, wir haben nochmal Treppen, Treppen und Treppen und keine Treppen mehr. Können wir die mal eben wegholzen hier. So, dann machen wir es wie gerade. Erst die Außenseite. Warum ich das nicht sofort so gemacht habe, habe ich auch keine Ahnung. Plopp. So. Ach doch, ich dachte jetzt gerade. Okay. Dann zimmern wir das jetzt einmal hier. Vergesst immer, dass er auf den Treppen immer noch einen Schritt nach hinten geht, bevor er fallen würde.